Heute ziehen viele Abiturienten in die umliegenden Städte oder größeren Städte, um dort zu studieren. Und die meisten von ihnen werden nicht zurückkommen, weil das entsprechende Jobangebot hier in der Gegend oder in den Dörfern ihnen nicht gewährleistet wird und sie sich die Jobs, die sie sich erwünschen, hier nicht finden können. Deswegen wäre für mich oder würde ich mir wünschen, wenn hier in der Gegend viele oder Jobs angeboten werden, die dann auch präsentiert werden und für die Werbung gemacht wird, dass auch viele Jugendliche, die ihr Abitur absolvieren, wieder hier in die Gegend zurückkommen. Er tut für Fahrradfahren hier im, in der Gemeinde Kichunen und auch hier in Lennestadt, wenn man da vielleicht Fahrradwege ausbauen würde, weil ich glaube, viele würden auch mal zum Fahrrad greifen, aber es gibt hier einfach nicht so die Möglichkeit, mal auch wirklich mit dem Fahrrad zu fahren, weil über die Straße jetzt selber fahren viele ungern wegen eben dem vielen Verkehr. Und ich glaube, wenn man da so Fahrradwege ausbauen würde, dann würden auch mehr Leute zum Fahrrad greifen und nicht mehr halt so oft zum Auto. Ja, für Lennestadt 2030 wünsche ich mir, dass diese grüne Landschaft hier beibehalten wird und dass Kinder sowie Erwachsene sich hier wohlfühlen. Ja, die Energiewende herbeizuführen, die verschiedenen fortschrittlichen Technologien herbeizuführen, um eben die Energiewende zu schaffen. Und das funktioniert nur im Kleinen, indem man zusammenhält und wirklich die Leute motiviert, dort mitzumachen und dann im Endeffekt wirklich auf Energiewende und die anderen Dinge zurückkommt, um eben im Endeffekt im Kleinen sowie im Großen erfolgreich zu sein und in der Zukunft nachhaltig in allen Lebensbereichen leben zu können. Ja, also ich wünsche mir für 2030, dass wir unsere Natur erhalten und dass wir sie vielleicht auch ein bisschen attraktiver gestalten können, gerade für Familien, aber auch für andere Personen, dass man zum Beispiel wie am Biggesee so Sportgeräte an Wanderwegen errichtet, wodurch man vielleicht auch das Interesse hat, unsere Natur mehr zu nutzen. Ich finde, dass gerade in Lennestadt auch noch im öffentlichen Nahverkehr, also die Busverbindungen ausgebaut werden sollten, insbesondere auch auf den kleinen Dörfern, sodass man deutlich flexibler ist und eigentlich das Auto nicht mehr zwingend braucht, auch am Wochenende. Darüber hinaus finde ich, dass im Punkto Digitalisierung noch einiges aufzuholen ist, sprich schnellere Internetverbindung, eine bessere Vernetzung. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass es mehr Attraktionen gibt für vor allem Jugendliche, zum Beispiel Erlebnisparks oder wie es in größeren Städten gibt, Sportgeräte in der Öffentlichkeit oder zum Beispiel Clubs, wo sich Jugendliche treffen und die Zeit miteinander verbringen, anstatt die Zeit nur zu Hause zu verbringen und so die Gesellschaft mehr zusammenwächst und Lennestadt immer noch und weiterhin grün bleibt. Mein Ziel war eigentlich jetzt im Anschluss an das Abitur ein Studium fortzusetzen und dann wollte ich eigentlich nach dem Studium wieder ins Sauerland zurückkehren. Ja, also im Jahr 2030 stelle ich mir vor, dass ich politisch aktiv bin und zwar in einer Partei, die sich wirklich für sozialen Zusammenhalt und auch die Umwelt einsetzt und ich wirklich bewegen kann hier in Lennestadt einerseits, dass dass der soziale Zusammenhalt und auch wirklich der Umweltschutz vorangetrieben werden, aber dass ich das halt auch vom Land hier ins Große übertragen kann, in das Land tragen kann und in die Welt tragen kann. 2030 hoffe ich, dass ich in einem Beruf bin, der mich glücklich macht und mit dem ich zufrieden bin und dass mir viele neue Perspektiven geöffnet werden und ich vielleicht sogar hier wieder in der Region bin. Erstmal wahrscheinlich weggehen, weil in Siegen gibt es halt nicht so große Möglichkeiten. Werde dann aber auf jeden Fall zurückkommen, weil die Landschaft hier mir einfach sehr viel wert ist und das ja auch einfach meine Heimat ist und ich mir auch nicht vorstellen könnte, irgendwo in einer Großstadt oder so zu leben, sondern einfach hier gerne wieder auf dem Land leben würde. Ein glückliches Leben führe, hoffentlich mit einer Familie, mit ein paar Kindern, einer Frau und einem Job, wo ich mich wohlfühle. Im Jahr 2030 sehe ich mich glücklich in einem Beruf, hoffentlich auch in Lennestadt natürlich.